Ja! Easy gegen Odin erstmal. Okay. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Dein Walhall ist nichts als ein Traum. Nichts als ein Traum. Ein Traum ist so wahr wie alles andere in dieser Welt. Damit einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Assassin's Creed Valhalla auf dem PC für 172. Weiter geht's in Valhall. Wie gelangen die Gefallenen hierher? Da musst du eine Valkyria fragen. Nein, das glaube ich nicht. Hier stimmt etwas nicht. Verzweifle nicht, Eivor. Sieh nur, deine Freunde sind hier. Alle, die du dir wünschen könntest, sind an deiner Seite. Nein, sie sind nicht echt. Dieser Ort kann sein, was immer du dir wünschst, Eivor. Ich will ihn nicht. Jedenfalls nicht so. Du hättest also lieber einen leeren Tod? All die Erregung hier ist Illusion. Lieber krächze ich wie ein Rabe, als ein verlogenes Lied zu singen. Illusion hin oder her. Hier gibt es keinen Tod, keinen Schmerz, keinen Verlust, keinen Verrat. Nicht wieder draußen. Willst du das? Eine Lüge leben? Ich bin eine alte Frau in einem gebrochenen Körper. Ich habe nur ein kurzes Leben vor mir. Also sagte ich meiner Valka lebewohl und kam hierher. Ich wünsche dir alles Gute, Svala. Doch das hier ist nichts für mich. Ich muss Sigurd finden. Weiß nicht, ob er das so schön findet, wenn wir ihm jetzt sagen, dass wir hier abhauen wollen. Verfluchte Arm! Sigurd, das ist nur ein Trugbild. Ein Streich. Komm mit mir zurück nach Englerland. Unsere Leute brauchen uns. Nein, in dieser Welt bin ich ein Niemand. Doch hier bin ich jemand. Mächtig. Fähig. Ein Gott. Hier lebe ich für immer. Hier kann ich nicht sterben. Kühe sterben. Familien sterben. Du musst sterben. Das Einzige, das nie stirbt, ist die Erinnerung an den Ruhm der Gefallenen. Hier drin besitzt du keinen Ruhm. Doch da draußen ist es noch nicht zu spät. Jeden Tag derselbe leere Krieg. Derselbe sinnlose Sieg. Vergossenes Blut, das nach Wasser schmeckt und nach Gras riecht. Du kennst die wahre Schlacht. Echten Ruhm. Hier findest du nichts davon. Das weißt du doch, Bruder. Komm, es wird Zeit zu gehen. Ist es mein Schicksal, dir überall hin zu folgen? Bis an mein Ende? Na schön. Gehen wir. Nein, du bleibst. Ich erlaube dir nicht zu gehen. Was?
Warum willst du gehen, nachdem du so hart dafür gekämpft hast? Komm mit mir. Es ist mir eine Ehre, neben dir zu gehen, Eivor. Bis ans Ende aller Zeiten werden Krieger deinen Ruhm besingen. Du trägst das Wolfsmal. Du standest am Rande des Todes und kämpftest dich zurück. Du hast genug Rabenwein im Kampf vergossen, um ganze Königreiche rot zu färben. Du hast Könige getötet und Könige gekrönt. Du hast dich niemandem gebeugt. Du warst standhaft, wo dein Bruder ins Straucheln geriet, und doch hast du ihm geholfen. In deinem kurzen Leben hast du viele große Gegner gefällt. Du hast dir deinen Platz hier verdient, Eivor. Ergreife ihn. Geh zur Seite. Meine Leute brauchen mich. Ich habe dir alles gegeben, was du wolltest. Alles, was du gebraucht hast. Ich verdanke dir gar nichts. Das war ich allein. Ich habe dir den Weg bereitet, deine Axt geführt. Du warst eine Fliege in meinem Ohr. Du wagst es, mich zu leugnen. Alles, woran du glaubst, steht hier vor dir. Doch zweifelst du? Du zweifelst an den Göttern! Ja! Easy gegen Odi, das war. Okay. Mach dich nicht kleiner, als du bist! Dein Walhall ist nichts als ein Traum! Nichts als ein Traum! Ein Traum ist so wahr wie alles andere in dieser Welt. Regen Träume uns nicht an, lehren Träume uns nicht das Fürchten, treiben Träume uns nicht in größtem Ruhm. Dann habe ich genug vom Träumen. Dass er keine Lebensanzeige hat. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das wieder ein Bug ist, dass er keine Anzeige hat, oder? Nicht einschätzen, wie es um meinen Kampf steht. Und mein Ausweichen geht nicht.
Das kann mich vielleicht mal umbringen. Oh, das bringt mich einfach um. Ah, ja, hätte sogar so passieren müssen, hä? Was ist, wenn ich da jetzt einfach hingehe? Ah, so. Ist ja unglaublich. Keine Chance. Ihr seid eine der Besten, der ein Herr ja. Kämpfe auf meinen Befehl. Odin lenkt deine Axt. Ja, heißt das, ich muss hier einfach nur loswerden, oder was? Kann sie aber nicht ablegen. Na doof, nicht? Muss ich jetzt immer und immer wieder sterben, oder was? Lass ich mich mal töten. Da kommen scheinbar immer mehr, weiß ich nicht. Flieh nicht vor deinem Schicksal. Irgendwie mal mehr. Ja, steht gar nicht mehr. Steht nicht mehr auf. Lege die Axt ab, um Odin zu entkommen. Ja, wow. Kann ich nicht. Kann sie nicht ablegen. Ja.
Ich kann sie nicht ablegen. Scheiße, sag ich ehrlich. Kann sie nicht ablegen. Oh. Was soll ich machen? Warum läufst du von der Wahrheit davon? Ehrlich wieder verbuggt. Lege die Axt ab, um Odin zu entkommen. Das ist ziemlich eindeutig, was da steht, aber... Jetzt geht's, schön. Was machst du? Greife deine Axt! Schwinge sie wie eine wahre Kriegerin! Platz ist hier, bei mir! Ergreif deine Axt! Feigling unter Feiglingen! Immer der und stell dich, du törichter Troll! Bleibst du ein Niemand? Durch mich bist du weise, ruhmreich, mächtig. Was mehr kannst du wollen? Sigurd! Ah, die Gehängte erwacht. Wieder mit beiden Füßen auf dem Boden? Eivor, sei vorsichtig! Basim, was soll das? Komm näher, Eivor. Lass mich dich genauer ansehen. Lass ihn los, Basim! Viel zu lange habe ich in die Sonne gesehen. Ich war blind für die Wahrheit. Du warst es. Du warst es die ganze Zeit. Bist du uns hierher gefolgt? Wie ein feiger Fuchs, der sich im Gestrüpp verbirgt? Du hast mich meines Schicksals beraubt. Meine Hoffnungen zerstört. Er ist verrückt, Eivor. Bring ihn zum Schweigen. Los, Eivor. Rette deinen verkrüppelten Prinzen der toten Rache. Bist du verletzt? Es ist nichts. Geh, töte das Arschloch. Jetzt wird er hier von Mal zu Mal verrückter. Wir sind wieder am Ende der Folge angekommen, Freunde. Nächste Folge stellen wir dann jetzt Basim. Das ist ja wirklich spannend. Sehr, sehr spannend. Mal gucken, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.